könnten wir jetzt loslegen. Jo. Okay. Also. Okay, schön, dass ihr da seid. Ich wollte heute ein wenig über Open Source Software im Allgemeinen sprechen und ein wenig zeigen, halt, wie es ungefähr funktioniert in den verschiedenen Projekten, so die grobe Übersicht und ein wenig einen Einstieg geben, halt, wenn man selber mal irgendwie was veröffentlichen möchte. Irgendwie ein Programm schreibt vielleicht und das der Welt mitteilen möchte oder wenn man einfach irgendwo mal zum Beispiel in seinem Lieblingsprogramm einen Rechtschreibfehler entdeckt im Menü, dass man dann halt so ein bisschen weiß, halt, wie man das vielleicht auch selber fixen kann. Also so ein bisschen grob. Das ist halt das Ziel heute halt. Ich erkläre erstmal so ein bisschen, was Open Source ist und dann, was, wie das halt so in den meisten Projekten halt abläuft. So, erstmal die Frage halt, was ist Open Source Software? Manche Leute sagen auch Free and Libre and Open Source Software. Da will ich jetzt nicht so ganz drauf eingehen halt. Sind verschiedene Richtungen so ein bisschen halt, wie man das jetzt, die jetzt unterschiedlicher Meinung sind, wie man das jetzt formuliert. Im Groben heißt es halt, man hat irgendwas geschrieben, eine Software zum Beispiel, muss aber nicht eine Software sein, aber das ist jetzt das Thema heute. Und man möchte das veröffentlichen und da hat man eine Art Lizenz, die man da dran packt. Die sagt im Grunde, jeder kann damit machen, was er möchte, mehr oder minder halt, unter kleinen Bedingungen halt, aber im Grunde geht es darum halt, dass die Leute halt möglichst viele Freiheiten haben und man selber allerdings keine Probleme dadurch bekommt. Ich habe hier noch ein paar Freiheiten mal aufgezählt von dem Richard Stallman, so ein bisschen abgekürzt. Muss ich jetzt auch, glaube ich, nicht so sehr drauf eingehen. Im Grunde halt, man hat Software, man möchte die veröffentlichen und möglichst die Welt damit glücklich machen. Etwas, was ich dazu sagen möchte, ist, die meisten Leute denken, okay, ich veröffentliche diese Software und dann ist sie nicht mehr meine. Man verliert irgendwie Rechte dadurch. Das ist eigentlich nicht wahr. Wenn man Software unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht, ist man immer noch der Autor. Das heißt, man kann halt die Lizenz ändern, solange halt da jetzt nichts dabei ist von anderen Leuten, dann muss man sich absprechen. Aber man kann halt dann auch diese Software halt zum Beispiel unter einer zweiten Lizenz proprietär auch veröffentlichen halt und die dann theoretisch verkaufen. Oder wenn mehrere Leute halt dran arbeiten, okay, dann geht es dann nicht mehr so einfach, aber man ist halt immer noch der Autor. Und man kann auch Geld verdienen, halt, indem man Zusatzdienste anbietet. Also das ist ein Konzept, halt, was viele Open-Source-Projekte, halt, wo viele Leute mitarbeiten, halt, halt anbieten, dass man halt irgendwie halt Dokumentation bekommt, Support, Telefonsupport oder dergleichen holt. Halt, oder halt, dass Leute kommen und sagen, ja, hier ist diese Software, die sie schreiben als Community, halt, ist da jemand, halt, der vielleicht so ein paar Änderungen machen kann, extra speziell für uns. So, ganz schnell noch ich sage es immer ganz gerne, notwendige Übel, Lizenzen. Open-Source-Lizenzen, das, was man so hört, die prominenteste ist, glaube ich, die GPL, die General Public License, die im Grunde halt sagt, jeder kann mit dem Source-Code machen, was er möchte, aber wenn er halt das Programm verändert und diese Änderung also irgendwie öffentlich macht, also jetzt zum Beispiel nur als Binärprogramm, also so .exe oder dergleichen, irgendwas, was man ausführen kann, dann muss man auch den Quellcode dann mitliefern. Wenn man diesen GPL-Quellcode, also Quellcode, der unter der GPL-License halt veröffentlicht wurde, wo man das selber so gemacht hat, also wenn jemand anderes sich das halt irgendwie dann kopiert und privat irgendwie nutzt und ändert, aber nicht veröffentlicht, dann ist es auch in Ordnung. Genau. Aber wenn man das halt dann irgendwie verkaufen möchte, okay, dann geht das halt eigentlich nicht. Man kann aber halt, also weil man den Source Code halt mitgeben muss, aber man kann halt dann so erstmal durch Verkauf der Software darf man das nicht machen, man kann damit kein Geld verdienen. Okay, im Grunde halt gibt es verschiedene Lizenzen. Meistens geht es darum halt für einen selber halt, jemand, der Software veröffentlicht, dass man dafür keine Verantwortung übernimmt. Nicht, dass irgendwie man veröffentlicht so ein Programm, und dann kommt jemand, ja, ich habe dein Programm benutzt, aber keine Ahnung, mein Haus ist abgebrannt deswegen. Das heißt, in der Lizenz steht in der Regel halt, dass der Autor oder dass diejenigen, die diese Software geschrieben haben, einen nicht belangen können. Dass man da keine Garantie gibt, keine Verantwortung.
Das kann man höchstens machen, wenn man irgendwelche halt Extradienste anbietet, aber das ist jetzt normalerweise etwas, wenn man eine GPL halt verwendet, dann steht da auch meistens drin, dass man halt da, also immer drin, dass da keine Verantwortung für übernommen wird, keine Garantie. Okay, wenn man jetzt eine Lizenz sich aussuchen möchte, dann macht man das am besten über so eine Webseite, zum Beispiel hier Choose a License habe ich da hier zum Beispiel aufgeführt. Das ist eine nette Seite, da kann man halt relativ einfach so als jemand, der mit Lizenzen wenig zu tun haben möchte, aber dann doch eine braucht, sich einfach mal eine aussuchen. Nur, dass ihr halt mal irgendwie so einen Ansatzpunkt habt, wenn ihr halt eine Lizenz euch aussuchen müsst für euer Projekt. Jetzt die Frage, warum wollen wir eigentlich bei Open-Source-Projekten vielleicht mitmachen? Natürlich, man hat einen Rechtschreibfehler halt entdeckt und das ist natürlich, das kratzt so ein bisschen halt wie so ein, oder juckt, sage ich mal besser. Man möchte das ganz gerne halt fixen, für alle. Einmal das, und dann natürlich dann halt auch ein Lerneffekt. Wenn man halt selber irgendwie im Projekt was ändert, dann lernt man natürlich halt auch vielleicht Software schreiben. Es gibt immer eine Community bei größeren Softwareprojekten, Open-Source-Softwareprojekten. Man lernt Leute kennen, manchmal gibt es auch wirklich irgendwie so kleine Konferenzen, Meetups und so weiter. Und was für viele Leute halt auch ganz praktisch ist, wenn man bei einem Open-Source-Projekt mitarbeitet und man ist dann bei einer Bewerbung, kann man halt dann sagen, hier, ich habe bei dem Projekt mitgearbeitet, der Source-Code, meine Sachen, die ich beigetragen habe, sind öffentlich. Und dann kann man kann der Arbeitgeber der Zukünftigen halt schauen, oh, der kennt sich aus, der hat da was gemacht und der kann auch mit anderen Leuten halt zusammen interagieren und etwa an einem großen Projekt mitarbeiten. Und wenn man halt vorher irgendwie bei einer anderen Firma irgendwas programmiert hat zum Beispiel, dann ist es ja etwas, was man dem nächsten Arbeitgeber nicht direkt zeigen kann. Das ist halt dann proprietäre Software halt, die der anderen Firma gehört und das ist halt nicht öffentlich. Da kann man in Bewerbungen vielleicht gerade sagen, so, ich habe das und das gemacht, aber die Leute bei der Bewerbung, die können das halt dann nicht direkt nachschauen. Andererseits, noch ein anderer Grund ist, dass einfach Firmen halt viel Open-Source-Software halt, oder ich sollte Free- and Open-Source-Software halt sagen, am besten benutzen. Und das heißt, dass man zum Beispiel bei Bewerbung halt dann die Frage gestellt bekommt, ja, wir benutzen Tool XYZ, das ist dann oft halt ein Open-Source-Projekt, irgendwelche Free- and Open-Source-Software. Und das ist halt dann die Möglichkeit, wo man sagt, ah, okay, ich habe das Programm selber auch mal irgendwie runtergeladen, mal benutzt. Ich hab da vielleicht mal auch eine Änderung sogar reingemacht. Das ist natürlich dann immer etwas, wo die Leute sagen, ah, super, der kennt sich aus mit dem, was wir halt auch benutzen. Open-Source-Software ist etwas, dadurch halt, dass es in der Regel eigentlich kostenlos auch runterladbar ist, auch hat das meistens eine größere Verbreitung. Okay. Einmal kurz möchte ich noch erwähnt haben, man kann nicht nur halt Quellcode, also programmieren und das beitragen, sondern es gibt viele andere Möglichkeiten. Man muss nicht unbedingt programmieren können, sondern halt zum Beispiel gibt es halt bei Open-Source-Projekten auch Dokumentationen, Anleitungen. Die haben Fehler oder sie existieren nicht. Die Leute sind immer so froh halt, wenn jemand kommt und sagt, hier, ich schreibe für euch mal in eurem Wiki halt so ein bisschen Dokumentation, wie man in der Textverarbeitung irgendwas machen kann. Da wird man immer mit der Kurshand begrüßt. Genauso sieht es auch aus bei Übersetzungen halt. Man hat ein Programm, aber deutsche Übersetzung fehlt. Wenn man das halt für ein Projekt halt macht, mal mehr, mal weniger Arbeit oder man macht einfach nur ein bisschen, da sind die Leute auch immer glücklich drüber. Weil das gibt natürlich dann so ein Projekt, so einen internationalen Flair. So, was gibt es denn so an Open Source, Free and Open Source Software? Ich denke, das bekannteste ist der Linux-Kernel, der halt schon eine ganze Weile halt verfügbar ist und wo viele tausende Leute mitgearbeitet haben inzwischen. Da kann man auch selber halt beitragen, auch als einzelne Person, obwohl natürlich bei größeren Projekten der Qualitätsstandard recht hoch ist und man muss teilweise recht viel wissen, aber ich will nur sagen, es ist möglich und wir zeigen gleich, machen da auch gleich mal was, wo wir einfach mal so das durchspielen, wenn wir theoretisch beim Linux-Kernel was zocken mitten wollen.
Das hatte ich auch mal die Tage ausprobiert, habe es versehentlich auch an die öffentliche Mailingliste geschickt. Ich denke mal, die haben das ignoriert. Vor allem, weil es halt nur ein Test war. Ansonsten natürlich LibreOffice, kennen die Leute. Ein sehr bekanntes Open-Source-Projekt. Ich denke mal, jeder kennt das inzwischen. GIMP, Inkscape, so Bildverarbeitung in die Richtung, sind auch Open-Source-Projekte, die sehr bekannt sind. Dann die ganzen Linux-Distributionen, genauso. Aber das ist halt nur die Spitze des Eisberges. Was wirklich die Großteil der Open-Source-Projekte, die draußen sind, die man halt im Internet sehen kann, sind wirklich eher so eine Person Projekte halt. Also jemand hat irgendwie ein kleines Problem, möchte irgendwelche Bilder halt sortieren nach Name oder so, hat dafür sich so ein Skript geschrieben und denkt sich, oh, da habe ich jetzt so viel Arbeit reingesteckt, das möchte ich mit anderen teilen, damit die anderen Leute halt nicht so diese ganze Arbeit haben. Und eventuell hoffe ich, dass natürlich andere Leute halt das dann sehen, benutzen und eventuell auch verbessern. Das heißt, also es ist so der typische halt Start von so einem Open-Source-Projekt. Und das ist natürlich, dann wird dann so ein bisschen warm ums Herz, wenn man dann irgendwie so ein Feedback bekommt von irgendwelchen Leuten in anderen Ländern halt. Ich habe dein Programm gesehen, ich habe es runtergeladen, es hat mir geholfen, mein Problem gelöst. Hier ist nochmal eine Änderung, hier ist eine Übersetzung. Das ist natürlich dann immer etwas, was einen so ein bisschen halt, ist so ein bisschen wie so ein Patting auf der Schulter. Und genauso hat eigentlich auch der Linux-Kernel halt angefangen. Das ist so das bekannteste Open-Source-Projekt, besteht hauptsächlich aus Treibern, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und zwar der Linus Torvalds oder Linus Benedict Torvalds, wenn ich das hier richtig sehe, hat das halt vor vielen, vielen Jahren halt selber so als kleines Projekt angefangen, so Hobby. Hier ist die E-Mail einmal zu sehen, die er damals an die Uni-E-Mail-Liste, glaube ich, geschrieben hat. Er macht ein kleines Betriebssystem für PC, hat da jetzt ein paar Monate dran rumgearbeitet und hier, falls jemand irgendwie Interesse hat, da mal rumzuspielen, hier kann man das bekommen und ja, der Rest ist dann Geschichte. Inzwischen sieht es so aus, dass da halt viele Firmen halt Mitarbeiter extra halt bezahlen für, um dann halt da Treiber halt einzubauen, damit es halt auf Laptops und so weiter halt funktioniert. Also das ist so dieses Prime Example für Open Source Projekte. Okay, aber wie gesagt, der Ansatz, also die Erwartung halt an der Qualität des Codes, wenn man da halt was einreicht, ist relativ hoch. Aber manchmal findet man auch mal einen Rechtschreibfehler und den kann man dann halt submitten. Das ist natürlich dann etwas, wo man sagt, ja. Aber naja, da sind auch sehr viele andere Leute am Gucken. Okay, bevor ich gleich mal zur Demo übergehe, noch mal kurz kleines Thema, und zwar geht es um das Forken und Abspalten. Was ist, wenn man ein Projekt sieht, benutzt, Open Source, ein Free- und Open Source-Projekt, und man ist allerdings mit der Richtung, in der sich das entwickelt, halt nicht ganz zufrieden. Oder man mag meinetwegen die Person nicht, kann passieren, oder man möchte halt das Programm einfach so ändern, dass es was anderes macht, was eigentlich nicht mehr der ursprünglichen Version entspricht. Und zwar möchte ich eigentlich primär sagen halt, es ist keine große Sache halt, einfach ein Projekt zu nehmen, den Source Code zu ändern, den Namen zu verändern und das dann halt zu veröffentlichen und dann einfach das so zu ändern, wie man denkt, dass es richtig ist. Das ist ganz normal, das ist üblich. Man muss sich natürlich überlegen halt, ob es nicht mehr Sinn macht, einfach bei dem Originalprojekt halt mitzumachen, da seine Änderungen reinzumachen, aber manchmal halt geht es nicht anders. So berühmte Beispiele halt ist zum Beispiel halt, ich weiß nicht, wer noch StarOffice kennt. Das ist der Vorläufer von OpenOffice, was wiederum der Vorläufer von LibreOffice ist. Und zwar jetzt zum Beispiel halt bei der Übergang von OpenOffice, also ich denke mal, ihr vielleicht, wenn ihr LibreOffice kennt, dann kennt ihr wahrscheinlich auch den Begriff OpenOffice. Das ist das irgendwie, was vorher war, aber irgendwie das Gleiche. Und zwar, was passiert ist, ist, dass OpenOffice von einer Firma halt verwaltet wurde und da gab es dann Unstimmigkeiten zwischen der Firma und die das betreut hat in dem Fall und der Community und da hat die Community gesagt, das machen wir nicht mit, das ist alles uns zu unsicher, wir wollen das halt lieber halt selber verwalten und die haben dann OpenOffice gespalten und haben dann halt LibreOffice das genannt.
das ist so ein Beispiel halt für ein Forking, was einfach ja, erfolgreich ist. OpenOffice ist jetzt quasi etwas, was die Leute eigentlich nicht mehr benutzen halt. Es existiert noch, aber es passiert nicht mehr viel. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Debian. Da gab es halt wegen der Einführung des neuen Init-Systems ein paar Reibereien. Also Leute halt, die gesagt haben, das ist nicht so schön. Und da waren genug Leute halt, die das so gedacht haben, dass zum Beispiel, dass die halt dieses Betriebssystem halt auf Linux-Basis halt dann gespalten haben, wieder geforkt haben, haben das dann umbenannt, in dem Fall Devin, und entwickeln das jetzt weiter als ein neues Open-Source-Betriebssystem. Und genau, und das ist eigentlich der Vorgang auch, mit dem halt zum Beispiel wie Ubuntu halt entstanden ist. Das ist einfach dieses Forking halt, wo man einfach Sachen kopiert, ändert und dem neuen Namen gibt und dann mit einer Community das weiterentwickelt. Manchmal halt wird das recht prominent, zum Beispiel wie Ubuntu oder Linux Mint oder die dann halt, ich glaube, beide auf Debian basiert haben. Manchmal halt, sage ich mal, verschwinden die Forks wieder. Das ist eigentlich eher so die Regel, aber wenn man denkt, es ist es wert, dann macht man das halt. Anderes Beispiel, eher auch positiver vielleicht, OpenWrt ist so ein Betriebssystem für WLAN-Router, auch Open Source. Da gab es dann auch halt ein paar Unstimmigkeiten, da haben dann Entwickler halt das geforkt, haben das LEDI genannt. Aber jetzt ist nach einem Jahr ist es wieder so, dass das dann halt wieder reingeforkt wird, so ungefähr. Das heißt, die beiden Projekte vereinigen sich wieder. Das heißt, also alles wie vorher, halt nur halt alle Streitigkeiten, alle strittigen Punkte halt konnten halt gelöst werden. So, wenn man jetzt irgendwie ein Open-Source-Projekt, ein Programm benutzt, stellt sich die Frage, ja, wo ist denn der Source-Code? Der ist ja irgendwo im Internet. Und zwar sieht es so aus, da wo der Quellcode ist. Der Quellcode ist meistens auf einem irgendeinem Server. Wenn es ein großes Projekt ist, zum Beispiel Linux-Kernel, die haben ihre eigenen Seiten. Da kann man den Quellcode herunterladen, so als gepackte Datei, so eine ZIP-Datei zum Beispiel. Oder es gibt halt auch für die ganzen kleinen Projekte, halt, die sich nicht diesen Aufwand leisten wollen, auch die Möglichkeit, ihren Source-Code halt auf speziellen Seiten halt einzustellen. Da macht man einen Account und kann dann seine Software hochladen und dann kollaborieren mit anderen Leuten. Da können Leute Tickets aufmachen, also irgendwie hier, ich habe einen Fehler entdeckt, da kann man halt mit einem Klick forken und da eine Änderung reinmachen und das dann wieder zurückmergen, alles so ein bisschen automatisiert und über die Web-Oberfläche. Da ist gerade halt der große Anbieter halt oder de facto Standard will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt etwas, wo die meisten Projekte sind. Das ist github.com, das schauen wir uns gleich mal an. Aber ich möchte sagen halt, das ist auch nur so eine Webseite, die halt viele Sachen halt schön grafisch macht. Davor gab es halt andere Seiten, sourceforge.com, davor savannah.org, die existieren auch beide halt, sind aber so ein bisschen aus der Popularität gefallen, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel sourceforge.com, da konnte man auch so einen Account machen, seine Software hochladen, andere Leute konnten es runterladen und die Seite hat den Besitzer irgendwie ein paar Mal gewechselt und die haben sich dann überlegt, wir wollen da ein bisschen mehr Geld mitmachen mit der Seite, nicht nur mit Werbung und eventuell auch irgendwelchen kostenpflichtigen Diensten, sondern die haben dann halt so ein Downloader-Programm da mit reingeschmuggelt halt, also wenn man sich die Software runterladen wollte, musste man sich irgendeinen so Downloader halt runterladen, der dann die eigentliche Software runterlädt und dieser Downloader halt, den sie da mit reingefriemelt haben, der hat dann irgendwelche Werbung installiert und so und das haben die Leute gesagt, das geht nicht. Und dann sind die ganzen Leute halt auch schon vorher halt auf github.com halt ausgewichen. Ich will nur sagen halt, das ist jetzt, wird wahrscheinlich die ganze Zukunft so sein, aber das ist momentan halt die Seite halt, die man verwendet. Also github.com, das schauen wir uns gleich mal an. Also die großen Projekte, die haben halt eigene Webseiten, kernel.org, das schauen wir uns hoffentlich dann auch nochmal kurz an. Dann gibt es natürlich auch eine Seite für LibreOffice, OpenWrt, was ich jetzt so als Beispiel genommen habe. So, notwendiges Thema halt, Versionsverwaltung. Eigenes Projekt, wenn man so einen Source Code halt hat, so ein paar Dateien, so einen Ordner, kein Problem. Da macht man einfach seine Änderungen. Aber spätestens, wenn man mit anderen Leuten halt zusammenarbeitet, wird es problematisch, also über das Internet. Dann macht jemand halt irgendwie einen Ordner mit Änderungen.
und sagt dem anderen, ha, hier sind meine Änderungen, kopiere mal deine Dateien drüber. Und der andere sagt, oh, ich habe da jetzt aber selber Änderungen gemacht, die werden ja dann dadurch überschrieben. Und dann wird es sehr schnell chaotisch und die Leute geraten in Panik und werden wütend, weil ihre Änderungen gelöscht wurden. Dafür benutzt man halt eine Versionsverwaltung. Das ist ein kleines Programm, was das alles für einen übernimmt. Ist jetzt auch nicht so ganz das Thema, aber wir werden das gleich mal auf der Konsole sehen. Also da werde ich dann Git verwenden. Das ist das, was der Linux-Kernel auch verwendet und was vom Namen her sagt einem das ja auch schon, github.com auch verwendet. Das ist momentan das populärste. Es ist jetzt nicht das einfachste, aber es ist halt das populärste und mit ein paar Kommandos kommt man auch als Anfänger, halt als Einsteiger damit ganz gut zurecht. Okay, so, das ist der Punkt, wo wir jetzt ein kleines Live-Demo machen. Genau, da würde ich jetzt einfach mal halt unter GitHub einfach mal ein Projekt erstellen, also wie jeder das auch machen könnte. Dazu gehe ich jetzt einfach mal auf GitHub. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich werde mal gerade hier aus der Folie rausgehen. So, ich gehe mal auf github.com. Und zwar habe ich jetzt einfach mal mich angemeldet. Das ist ganz einfach, irgendwie halt E-Mail-Adresse eingeben, halt Account erstellen drücken, kriegt man so eine Verifikations-E-Mail und dann hat man da jetzt einen Account auf dieser Seite. Und wenn man sich dann einloggt auf diese Seite, hat man hier so eine Seite. Und was ich jetzt einfach mache, ist New Repository. Und dann ist das Internet wieder weg, aus irgendeinem Grund. So, jetzt auch da wieder Internet. Schauen wir mal, wie lange das reicht. Okay. So, hier habe ich einfach mal so einen Dummy-Account mir erstellt und jetzt kann ich hier einen Namen geben, den ganzen. Ich nenne das jetzt einfach mal Test. Kleinen Projekttitel. Testprojekt. Ja. So. Und das ist ein öffentliches. Die Seite übrigens, die finanziert sich dadurch, dass wenn man hier so ein privates Repository hat, was nicht öffentlich ist, dass sie dafür Geld verlangen. Das ist halt eine der Einkommensmaßnahmen, halt, die diese Seite halt betreibt. Aber die meisten Leute halt wollen ganz gerne diese öffentlichen Repositories, deswegen also für Open-Source-Projekte. Und jetzt mache ich das einfach mal, dass ich das erstelle. So, und dann habe ich hier so eine Seite, das ist hier das Profil. Und hier sieht man halt so ein bisschen die Aktivität. Hier sieht man, dass ich das schon mal probiert habe in den letzten Tagen. Und da sieht man hier einen Beitrag und hier oben halt das Projekt. Das ist eine Seite, die jetzt jeder auch aufrufen könnte. So, und jetzt will ich natürlich jetzt hier irgendwie Source Code reinmachen. Was ich dann mache, ist einfach, dass ich hier dann diese Zeile hier oben einfach mal nehme. So. Jetzt hoffe ich, dass ich da Konsole aufmache. Ne, falsche. So. Mal schauen. Okay. Das war nicht richtig. Ich glaube, ich habe mich wieder verschrieben. So, ich habe hier drin mal diese Passwörter, das ist jetzt E-Wegwerf-Gedöns. So, jetzt die Zeile rein, also ich mache hier Git, das ist ein Programm, das ich vorher installiert habe, das ist verfügbar für alle Betriebssysteme. Dann Clone, das heißt, wir wollen das mal auschecken. Und das ist jetzt ein leeres Repository, das checke ich jetzt auch mal aus, das geht schnell. Ja, ich weiß, dass es leer ist. Jetzt gehe ich da mal rein. Test. So, und jetzt mache ich mit Nano einfach mal irgendeine Datei. Also, ich nenne sie jetzt einfach mal sourcecode.txt. Jetzt einfach nur Text. Normalerweise würde man hier sein Sourcecode reinmachen, also Python und so weiter. Ich schreibe jetzt einfach nur Hallo rein. So, dann wieder raus. Dann Git Commit, also das sind so die wesentlichen Befehle. Das kann man auch im Internet alles nachlesen. Das ist jetzt nicht spezifisches, was jetzt bei github.com funktioniert, sondern auch beim Linux-Kernel und so weiter. Und so,
Da mache ich jetzt so einen Titel halt für diese Änderungen. Tolle Nachricht. Oder neue Datei. Sage ich jetzt mal. Neue. Ja, so. Und jetzt sagt er mir, ich habe irgendwas vergessen. Ich muss wahrscheinlich erst die adden. Ich probiere das mal. Das hat er gemacht. Und dann brauche ich die Datei auch gar nicht mehr angeben, sondern alles, was ich gerade geaddet habe, das kann ich dann... Ah, jetzt sagt er mir, please tell me who you are. Okay, das können wir machen. Ich habe das mal nämlich auf der Folie vorbereitet. Da gehe ich jetzt mal runter. Machen wir es denn? Da. Ich werde dann nochmal den Default-Editor für Git auf Nano setzen in dem Fall. Da kann jeder halt das nutzen halt, was er mag. Jetzt gehe ich mal wieder zurück auf die Konsole. Ja. Da. Ich mache jetzt einfach mal so das da rein. Dann haben wir das. Und jetzt hat es auch funktioniert. Dann letzter Befehl, einfach die Push. Und er sagt mir, ich habe wieder kein Internet. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt so machen, dass ich jetzt einfach sage, das hat funktioniert. Also im Grunde halt, wenn man jetzt hier den Push halt ausführt, sollte jetzt hier kommen, dass es halt funktioniert hat. Und was man dann sehen würde, ich sehe leider nicht genau, wo ich den Browser habe, ist, dass hier dann halt eine Datei ist und man kann das halt auch dann auschecken. Die Seite sieht dann auch anders aus. Okay, ja, das ist blöd. Dann können andere Leute hier halt die Dateien auch sich runterladen. Man kann da halt so ein bisschen halt wie eine Homepage das so ein bisschen eingestalten. Und genau, und dann ist das Projekt öffentlich. Man kann da auch eine Lizenz auswählen und so weiter. Da gibt es auch eine nette Erklärung. Per Default ist es so, dass wenn man Source Code einfach ohne Lizenz irgendwo veröffentlicht, heißt es meistens dass es dann proprietär ist. Das heißt, die Leute können damit eigentlich nicht wirklich was machen. Natürlich, sie können es kopieren, privat nutzen. Allerdings, wenn man damit irgendwie das wieder veröffentlichen möchte, dann begibt man sich dann halt selber wieder in so rechtliche Unwägheiten. Okay, gut. Etwas, was ich noch zeigen möchte, ist Folgendes, und zwar, wie das denn läuft beim Linux-Kernel. So, da gehe ich nochmal wieder gerade auf die Folie. Müssen wir mal das schauen. Richtige Kombination. Gehen wir mal hin. Linux-Kernel, forken, abspalten haben wir, das haben wir auch. Haben wir auch. Live-Demo haben wir zur Hälfte. Git einrichten, genau. Und hier in dem Fall kann man mit Git Clone halt dann den Source Code holen. Das ist jetzt hier vom Linux-Kernel. Da würde ich jetzt eigentlich zeigen halt auf kernel.org, dass man dort da auch diesen Pfad halt dort finden kann. Das ist die Webseite vom Linux-Kernel. Und man kann dann halt auch Mailinglisten sich da anschauen und dann halt subscriben. Das heißt, man kriegt alle E-Mails, die an diese eine spezielle E-Mail-Liste halt geschickt werden. Und da werden dann Änderungen halt dann diskutiert. Gut, dann kann man halt den Quellcode über Git halt auschecken, wie es da unten steht. Und dann kann man halt Änderungen machen mit Git Commit, dann Commit machen. Und dann kann man halt auch an diese E-Mail-Liste schicken. Und zwar gibt es ein Kommando für. Und zwar ist es so halt, auf GitHub ist es ganz schön, man kann dann halt fast, die meisten Sachen halt schön mit der Maus im Browser machen. Wir haben so ein bisschen mehr auf dem Terminal das gemacht. Weil letztendlich ist es das, womit man am meisten weit kommt. Wenn man jetzt das beim Kernel irgendwas einreichen möchte, sieht es so aus, man checkt den Quellcode aus, man macht eine Änderung. Und dann kann man das halt mit Git per E-Mail über seinen eigenen E-Mail-Account kann man das schicken an die Kernel-Mailing-Liste. Das heißt, da sieht man das, man bekommt selber nochmal eine Kopie halt. Und dann, was passiert ist, dass andere Leute halt darauf reagieren, sich das anschauen und sagen, das ist gut, das ist nicht gut, verändere mal vielleicht etwas. Und wenn das dann halt jemand dann halt dort mit den notwendigen Rechten für gut empfindet, wird das dann halt gemerged. Und das ist dann halt etwas, was dann gemerged wird in so einer Art Hierarchie. Also diese Änderung wird weitergereicht und landet dann irgendwo dann halt in diesem
Git-Repository von dem Linus Torvalds und der veröffentlicht das dann halt regelmäßig dann für alle halt unter einer der neuen Linux-Kernel-Version. Hier steht noch ein bisschen halt, wie man das halt einrichtet mit dem Webserver. Das hätten wir jetzt eben gleich noch gemacht und machen wollen. Und da hätten wir dann einfach halt unten mit dem Kommando git commit auch minus m, wie wir das eben gemacht haben. Das minus s fügt dann nochmal so einen extra Text ein, so ein signed off. Das ist da üblich. Und dann kann man halt den letzten Commit hier mit der letzten Zeile halt an die E-Mail-Liste halt schicken. Und das ist dann öffentlich dann drin. War das eine Frage? Ja, natürlich. Das ist jetzt so auch so ein bisschen so das Ende, wo jetzt die Fragen kommen. Wir haben leider jetzt gerade kein Internet, wo wir das jetzt schön mal sehen können. Aber wie kommt jetzt der Commit von meinem Rechner dann zu Linus Torvalds bzw. an die Mailingliste? Ja, genau. Es wird nur, okay, wenn du hier dieses git send E-Mail machst, dann hier dieses minus 1 steht hinten für die den letzten Commit, den du gemacht hast. Und der wird dann als Patch-Datei an die E-Mail dran gehängt. Der Titel von diesem Commit, also in dem Fall Fix Typo, wäre dann von der E-Mail oben der Titel. Und im Grunde halt kann man da auch statt Fix Typo dahinter noch einen Zeilenumbruch machen und dann noch mehr schreiben. Das ist halt dann der Body von der E-Mail. Und mit gesend E-Mail schickt man das dann an diese Mailingliste. Man bekommt das dann selber, es wird diskutiert. Das ist halt eine E-Mail in dem Fall, die relativ kurz wäre. Und Leute halt können dann halt mit einem Befehl auf der Konsole halt das in ihrer eigenen Quellcode, den sie rund ausgecheckt haben, wieder anwenden und testen. Und das wird dann halt dann weitergereicht so in andere Repositories, die mehrere Unterprojekte halt zusammenfügen. Also beim Linux-Projekt ist es so halt, weil es einfach so riesengroß ist, hast du halt mehrere Git-Repositories, wo der gesamte Linux-Quellcode drin ist, aber wo halt an bestimmten Sachen gearbeitet wird. Da sind einfach so viele Änderungen halt, dass das halt aufgeteilt wird auf mehrere, ich sag mal, Kopien. Und von diesen halt wird das dann halt von Kernel-Maintainern halt, die das Ganze halt ein bisschen absegnen, überschauen, dann weitergereicht in der Hierarchie, bis es dann bei Linus Torvalds dann so ist, der kriegt dann halt die ganzen E-Mails und macht das dann in seine Kopie rein, die auch eben öffentlich ist da auf kernel.org, da kann man sich das anschauen, was er so gerade macht, ob er gerade am Arbeiten ist. Dessen Job ist dann im Grunde eigentlich nur noch zu sagen, oh, okay, da habe ich jetzt eine Änderung bekommen, ich weiß so ungefähr halt, was das machen soll, nicht wie es funktioniert. Und ja, das passt im ganzen Kontext ganz gut und ich vertraue der Person halt, die mir das geschickt hat, dass die da rüber geschaut hat technisch und der macht dann halt, fügt das alles zusammen und sagt dann, okay, jetzt dieser Stand wird jetzt nur noch getestet, ein paar Wochen und dann mache ich jetzt das neue Release. Und das ist das, was dann halt in der Linux-Distribution dann sich runtergeladen wird, also die zum Beispiel bei Ubuntu, die nehmen sich dann diesen Source-Code, kompilieren den, eventuell machen sie noch kleine eigene Änderungen und das ist das, was man dann halt im Update bei seinem Debian, Ubuntu-System oder was auch immer dann halt hat. So funktioniert's. Okay, sonst noch Fragen? Okay, wenn es sonst keine Fragen... Ja. Ja, klar, Fragen. Nochmal ganz kurz gesprochen zu den Lizenzen. Ist jetzt Creative Commons auch eine Lizenz, die für Source Code geeignet ist oder sind die wirklich so eher für künstlerische Geschichten? Eher für künstlerische Geschichten, wenn ich mich recht entsinne. Es ist so ein bisschen halt so ein ekliges Thema, das Ganze mit den Lizenzen, weil im Grunde will man damit eigentlich nichts zu tun haben, man möchte einfach nur seinen Source Code irgendwie halt für andere verfügbar machen. Creative Commons ist, glaube ich, eher so für Bilder und so weiter. Allerdings gibt es da halt so ein ganzes Sammelsurium von Creative Commons Lizenzen und da gibt es halt auch die Creative Commons Zero Lizenz, die kann man auch für Source Code verwenden. Und zwar ist es sowas wie Public Domain, was glaube ich hier in Europa glaube ich so nicht existiert. So ist es das. Das wäre das quasi das Äquivalent. Das heißt im Grunde halt, hier habt ihr einen Source Code, könnt ihr euch runterladen. Ihr könnt damit alles machen. Ihr könnt auch den verkaufen,
wenn ihr wollt. Okay, der ist sowieso dann halt öffentlich im Internet, aber ihr könnt es trotzdem verkaufen. Ihr könnt ihn halt umbenennen, ihr könnt ihn ändern, ihr könnt behaupten, dass ihr ihn selber geschrieben habt. Genau, also das würde es halt, man kann selber eine eigene Lizenz draufpacken. Also das, da gibt man halt quasi alle Rechte halt auf. Quasi Public Domain, wie das halt in den USA bekannt ist. Genau, das wäre das Äquivalent dazu. Bei der GPL zum Beispiel sieht es so aus, dass du halt, dass niemand halt dann die Lizenz halt wieder wegmachen kann. Das heißt, das bleibt dann halt unter der GPL und die Leute können halt, wenn sie eine Änderung machen und diese Änderung, also dieses Programm dann kompilieren mit der Änderung und das dann irgendjemandem geben, der hat dann Anrecht darauf auch auf den Quellcode und kann das wieder veröffentlichen. Also das ist ja eine Art von Veröffentlichung. Öffentlichem schon, wenn jemand dann halt das Recht hat, nachzufragen nach dem Source Code. Genau. Und natürlich in der Lizenz steht halt, dass man auch keine eben Verantwortung für die Software übernimmt und so weiter. Also mit der GPL ist man bei Softwareprojekten eigentlich ganz gut bedient. Aber die GPL hat so einen viralen Charakter und man kann sie auch eventuell nicht so einfach für kommerzielle Projekte verwenden unter bestimmten Bedingungen. Da gibt es nochmal die LGPL. Aber da würde, in dem Fall würde ich lieber auf diese Webseite gehen, zum Beispiel Choose a License, und da kann man sich dann ein bisschen durchklicken halt und dann weiß man halt hoffentlich, welche Lizenz wahrscheinlich die beste ist. Als Autor, solange man der einzige Autor ist bei einem Projekt, kann man auch nach Belieben noch die Lizenz dann ändern. Okay, gut. Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich erstmal bedanken, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen halt zeigen können, was man halt, wie man selber so ein Open-Source-Projekt aufbaut, wie die im Internet funktionieren, wie man so ein bisschen teilhabt, wenn man jetzt selber irgendwie ein kleines Skript geschrieben hat, wie man das veröffentlichen kann. Darum ging es mir. Also, danke und ja, noch einen schönen Linux-Tag.